Willkommen zur ersten Sonderspecial, wie auch immer, Folge. Ich weiß noch nicht genau, wie ich sie nennen soll. Am Freitagabend um für euch 18 Uhr. Ja, müsste 18 Uhr sein. Ich kann mich natürlich auch jetzt extrem irren, aber ich glaube eher nicht. Und zwar habe ich mir eine Beta-Version von einem Spiel rausgesucht, was wahrscheinlich dieses Jahr noch auf den Markt kommen wird. Und zwar nennt sich dieses Spiel Hammerwatch. Und dieses Spiel ist einfach nur ein kleines Hack-and-Slay-Spiel. Relativ, von der Grafik her relativ alt, wie man jetzt schon im Hintergrund ein bisschen sieht. Aber mir hat es relativ gut gefallen. Und ja, da war halt die Idee, komm. Ich hatte zwar ein anderes Spiel im Sinn, aber hatte mich dann doch kurzfristig für dieses Spiel entschieden, weil es mir so gut gefallen hat. Und zwar die Besonderheit an diesem Spiel ist, und wenn ich gucke jetzt erstmal, wir haben hier, fangen wir erstmal mit dem Controller an. Also bevor ich jetzt nochmal neu anfange, lassen wir diesen kleinen Fauxpas drinne. Und zwar kann man dieses Spiel nur mit der Tastatur oder mit einem Controller spielen. Ich habe es versucht mit dem Xbox-Controller zu spielen, funktioniert leider Gottes nicht. Und darum bleiben wir bei der Tastatur. Und wir machen hier mal eine E raus. Und zwar, wie gesagt, wir können WASD zum Steuer nehmen. Attack ist die, sind die Pfeile. Up, down, left, right. Und wir sehen hier auch Skill 1 ist left. Und den haben wir direkt am Anfang. Und die anderen beiden Skills haben wir nicht am Anfang. Ich weiß noch nicht so genau warum. Macht aber auch nichts. Würde ich jetzt mal so behaupten. Von der Grafik her können wir hier, ja, von der Grafik her alles hoch. Alles hoch, was geht. Sound habe ich relativ leise, weil ich hoffe, ihr hört den noch. Weil mir schreit der sonst komplett aufs Ohr. Und das war es von den Options her. So, jetzt kommt das Besondere an diesem Spiel. Man kann es im Multiplayer spielen oder im Singleplayer. Wir fangen gleich mal im Singleplayer an. Und werden danach wahrscheinlich auf den Multiplayer switchen. Sollten wir denn sterben, sollte das Spiel Game Over gehen. Und wir können halt Load machen, aber Load bringt uns jetzt noch nichts. Und zwar haben wir hier einen Singleplayer, einmal eine Kampagne und einmal Custom Game. Wir gehen natürlich in die Kampagne. Drei Schwierigkeiten, Easy, Medium, Hard. Wir spielen natürlich Medium und wir haben vier Charaktere. Einmal der Paladin, der Wizard, der Ranger und der Warlock. Ich habe es jetzt alles schon mal angetestet, außer den Ranger. Also werden wir natürlich jetzt den Ranger antesten. Das kann nur in die Hose gehen, aber macht ja auch nichts. Das ist ja auch eine Special-Folge. Und ja, ich glaube, das ist genug gequatscht zu dem Spiel für den Anfang. Und wir gehen auch direkt rein. Wir sehen als Startfolge, das ist jetzt ab, das ist Attack. Ja, ich hatte gerade irgendwie ein Geräusch im Nebenzimmer. Da war keiner da, ist das relativ komisch. Also ab ist Pfeile schießen, die relativ weit gehen. Und wir haben, war das eine Bombe? Moment, müssen wir sehen. Wir können, richtig, wir können Bomben legen. Geil, 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 geil. Und dieses Bombenlegen kostet halt Mana. Oder blaue Punkte, Kristalle. Ich weiß auch nicht genau, wie man das hier nennt. Auf jeden Fall die rote Leiste unten ist unsere HP-Leiste. Und die blaue da unten, ich nenne sie jetzt einfach mal Mana-Leiste. Weil, eigentlich ist in jedem Spiel blau Mana. Eigentlich. So. Und wir können ja auch Geld sammeln. Wir haben da jetzt hier schon mal, ja, jetzt habe ich den blauen Kristall eingesammelt. Dieser rote Apfel oben links jetzt oben links, so oben links, ja. Der gibt HP wieder. Sprich, es ist einfach ein bisschen Lifeback. Und ich habe ja gerade so einen blauen Kristall eingesammelt. Der ist fürs Mana, beziehungsweise für die blaue Flüssigkeit da, die wir haben. Und ja, ich nenne es jetzt wie gesagt Mana, weil es halt so, wir legen eine Bombe und macht Bumm, yay. Weil, wie gesagt, es halt heißt in jedem Spiel Mana und ich weiß nicht, warum ich es hier nicht Mana nennen sollte. Darum bleiben wir beim Mana. So, das Ziel dieses Spieles ist es, Geld einzusammeln, hochzusteigen, im Level immer natürlich immer höher steigen. Da es aber eine Beta ist, ja, danke fürs Suchen. Da es aber eine Beta ist, hat sich das wahrscheinlich hier irgendwann ausgelevelt. Also soweit habe ich noch nicht gespielt, um euch das zu beantworten.
Ich dachte, ich kriege einen Anruf. Nee. Von daher müsst ihr mir das nachsehen. Und dieses Potenzial dieses Spieles, das werden wir halt wirklich erst sehen, sobald wir den Multiplayer spielen. Ich hatte es gestern Abend schon mal angezockt, hatte auch schon mal eine Aufnahme dazu gemacht. Das Problem ist, aus technischen Gründen konnte ich diese Aufnahme dann nicht verwalten. Also benutzen. Sagen wir mal so. So, und wir sehen hier jetzt schon mal, da unten ist so eine Steinwand. Und wir haben hier so einen Taster. Mit dem Taster machen wir zum Beispiel Türen auf. Wow, wow, wow. Etc. pp. Boom. So, jetzt haben wir sogar Leben verloren, was eigentlich nicht hätte sein sollen. Also gehen wir zurück, holen uns einen Apfel und haben wieder voll AP. Ich gehe mal eben hier runter, weil hier müssten auch noch welche sein. Ja. So. Und was dieses Spiel so schwierig macht, mit der Tastatur zu spielen, wir können auch beispielsweise so stehen. Moment, so. Und dann können wir so schießen, ja. Das ist das, was mit dem Controller wahrscheinlich um einiges leichter ist, als mit der Tastatur, weil wenn du dich quer hinstellen willst, bewegt er sich gleichzeitig, es sei denn, du schießt. Dann bleibt er stehen, aber auch nur ganz kurz und läuft dann direkt weiter. Das ist alles ein bisschen nervig, aber er möchte meinen Xbox-Controller halt nicht benutzen. Was halt dann wieder ein Nachteil für mich ist, beziehungsweise für euch, weil ihr müsst mir jetzt zusehen, wie ich hier mit der Tastatur rumeier. Oh. Was halt bei anderen Charakteren vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher ist als beim Ranger. Also, und wir haben jetzt auch gerade unten gesehen, es können auch in diesen Fässern Sprengfallen sein. Die können bei anderen Charakteren relativ schnell einen Todfeuer vorrufen. Und bei anderen Charakteren meine ich eigentlich nur den Magier. Da ich sie jetzt alle mal kurz angezockt habe, bis auf den Ranger. Den spiele ich jetzt zum ersten Mal. Kann ich auch ein paar Infos zu den einzelnen Klassen geben. Zu den einzelnen, sind Klassen. Und zwar fangen wir mit dem Paladin an. Der Paladin ist ein typischer Tank. Hat die meisten HP. Ich meine 125, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und dadurch, dass er die meisten HPs hat und einfach nur ein Nahkämpfer ist, geht er halt in die Bresche, sammelt sich ein paar Viecher. Zumindest ein guter Tank, in Anführungsstrichen Tank. Der läuft ein bisschen rum, sammelt sich ein paar Viecher ein und kloppt die dann im Nahkampf kaputt. Wenn man dann natürlich da noch fähige Begleiter hat, ist das um einiges leichter. Was ich, wie gesagt, hoffentlich gleich im Multiplayer gut zeigen kann. Weil gestern Abend hatte ich einen relativ guten Tank dabei. Da habe ich den Warlock gespielt. Und aber einen unfähigen Magier. Und da hat man dann halt schon gesehen, wie gut hier zum Beispiel ein Teamplay ist. Und man kann es halt mit bis zu 4 Leuten spielen. Und desto mehr Leute man hat, desto einfacher wird es eigentlich. Vor allem, wenn man sich dann noch im Test ein bisschen unterhält. Und vielleicht dann sogar noch, wow, dreh dich um. Und dann das Spiel vielleicht noch ein bisschen verinnerlicht hat. So ein bisschen kennengelernt hat. Oh mein Gott, immer mehr Kreaturen. Und die Gegner werden halt auch mit zunehmendem Länge, also zunehmender Weite des Spiels halt auch ein bisschen schwerer. Was halt auch der Sinn des Spiels ist. Und dieses Spiel erinnert mich extrem an Zelda. Jetzt nicht die neuen Zelda-Folgen, sondern Zelda 1 zum Beispiel. Oder halt auch Diablo 1 war mehr oder weniger auch so. Es gibt bestimmt viele Spiele wie Super Mario, wobei Super Mario halt immer von der Seite war. Und nicht von oben drauf. Aber so für die Grafik kommt halt da auch relativ gut hin. So, und das Ziel des Spiels ist am Anfang... Oh, kein Schlüssel. Kommen wir nicht rein. Da ist der Schlüssel. Ist halt am Anfang Geld zu sammeln, weil mit Geld können wir uns später kleinere Fähigkeiten kaufen, die wir dann aber auch gleich noch sehen werden. Weil wir sind bald irgendwann mal bei der Fähigkeit, so bei dem Spielstand, dass wir uns was kaufen können. Ja, und was halt ganz besonders an Diablo erinnert, ist diese Karte hier.
Wir sehen, wo wir sind. Wir sehen zum Beispiel hier oben diese blauen, diese grünen Punkte sind Lebenspunkte. Die blauen da oben, ganz oben ist am Bildschirmrand, sind Mana-Punkte. Die Lebenspunkte geben jeweils 10 pro Apfel. Und die Mana-Punkte sind halt 15 pro Kristall. Ich meine, das war richtig. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Aber ich meine, so war das. Schieß, 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 schieß. So. Wie wenig wir Schaden machen, ne? Ich glaube, auf die Entfernung gesehen machen wir weniger Schaden. Muss ich gleich nochmal testen. Ich glaube, das sah so aus. Kann natürlich auch. Ich kann mich natürlich auch jetzt extrem irren. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt habe ich wirklich komplett den Faden verloren. Sowas ist natürlich extrem peinlich. Ja, hier die grünen und blauen habe ich, glaube ich, schon erklärt. Und wir sehen halt auch auf der Minimap so leichte rote Punkte. Das sind halt die Gegner. Ja, ich könnte ja mal versuchen, die Karte ein bisschen durchsichtiger zu machen, weil ich meine, das hätte funktioniert. Moment, erstmal kümmern wir uns hier um die kleinen Raubchen. Irgendwo eine Bombe hin, bumm. So, gut, der hat zwar was Schönes fallen lassen, brauchen wir aber nicht. Mich ärgert das jetzt gerade, dass ich voll den Faden verloren habe. So, wir sehen da links noch ein paar Gegner. Die holen wir uns dann gleich noch. Weil hier führen meistens viele Wege nach Rom. Also zwar nicht immer, aber teilweise. Zack. Checkpoint activated. Und wir sehen halt auch, dass hier viele Checkpoints verteilt sind, weil die brauchen wir auch jetzt am Anfang eigentlich nicht so. Also ich bin zwar am Anfang ab und zu mal gestorben, weil ich das Spiel einfach nur verreilt habe. So einfach das auch ist, verreilt man halt auch relativ viel. Aber das gibt sich mit der Zeit. Aber es gibt nachher relativ schwere Rätsel. Es gibt jetzt auch irgendwo Geheimgänge, die ich einfach nicht kenne. Ich habe gestern Abend viel zu spät gespielt und aufgenommen, als dass ich jetzt noch wüsste, was ich aufnehmen hätte sollen. Was ich mir hätte, ja. Ihr wisst, was ich meine. Dass ich mir die Geheimgänge hätte merken können. So, ein Geheimgang zeige ich euch jetzt schon mal. Und zwar gibt es hier überall so kleine Geheimgänge, dann kann man Letter sammeln, ja. Buchstaben sammeln. Wie, wofür, etc. weiß ich leider noch nicht. Das weiß ich nicht. Habe ich noch nicht herausgefunden. Soweit war ich noch nicht. Und es gibt ja auch überall irgendwo Geheimgänge, aber wie gesagt, die kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich es schon wieder komplett verpeilt habe, mir das zu merken. So. Okay, die Karte ist ab und zu mal wirklich ein bisschen nervig, weil es halt teilweise irritiert. Ich wollte die auch gleich mal ein bisschen durchsichtiger machen. Moment, Options, Game. Nehmen wir mal so, mal gucken. Ja, also wirklich viel gemacht hat es nicht. Also da muss ein bisschen noch nachgebessert werden von den Entwicklern. Sehe ich zumindest so. Man kann es aber auch so lassen. Ach, ihr Schweine. Autsch. Ja, desto näher die Viecher stehen, desto mehr Schaden macht der Bogen, die wir sehen. Und das waren sie dann alle hier. Wir können weiter ein bisschen noch was einsammeln hier. Und wir müssen dann weiter. Hier hoch, glaube ich, war das, ne? Genau, hier hoch und hier durch. Legen wir eine Bombe ab, lassen die ein bisschen laufen. Kommen wir ein bisschen näher. Bombe ablegen, laufen. Und Platzsitze. Wir haben oben zum Beispiel Anzeigen für Schlüssel und hinten ist so ein... Ja, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt. So ein Priesterzeichen.
oder irgendwie sowas. Das zeigt uns an, wie viel Leben wir noch haben. Im Singleplayer haben wir Leben, im Multiplayer haben wir unendlich Leben. Autsch. Ja, ab und zu muss man sich hier wirklich ab und zu mal wirklich konzentrieren. Weil es ist halt ein bisschen teilweise anstrengend mit der Steuerung von der Tastatur. Und das ist halt auch ein bisschen nervig. Ich weiß aber auch nicht, warum er den, ja, jetzt geht natürlich mein Wecker. Warum? Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Mensch, ist genau. Warum die Steuerung halt ein bisschen schwerer ist? Wegen der Tastatur. So, hier können wir uns jetzt, wir haben hier unten unser Gold. Und hier haben wir drei große Münzen eingesammelt. Das gibt uns einen Rabatt von 1,5%. Hier haben wir ein Combo. Und zwar, wenn wir 10 Enemies in Folge killen, und zwar ganz knapp hintereinander, bekommen wir ein bisschen Speed für Movement und Attack. Das nehmen wir. Nehmen wir mal mit. Und, Autsch. Das ist relativ nice am Anfang. Wir sehen auch hier die Symbole für die Händler. Das wird am Ende dann noch ein bisschen mehr. Und zwar ist das jetzt gerade mal Level 1 gewesen. Und ich weiß, glaube ich, auch noch nicht genau, wie viel Level es gibt. Auf jeden Fall wird das hier wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, weil ich war noch kein einziges Mal tot. So, und hier drüben sehen wir so eine Stachelbeere. Die gibt 25 HP wieder. Nicht nur 10, sondern 25. Aber ich habe noch keinen großen Kristall gewonnen. Oh, das war so eine Bombe. Ich glaube, Kristalle gibt immer nur 15 wieder. Ich kann mich jetzt aber auch irren. Movement. Sehr schön. So, ich werde aber wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt nicht sterben, werde ich jetzt nach 20 Minuten ungefähr mal beenden und auf den Multiplayer gehen. Und ich hoffe, dass wir sofort ein vernünftiges Team finden. Weil ich möchte euch natürlich auch so viel wie möglich vom Spiel zeigen. Weil das wäre jetzt zum Beispiel Ebene 1. Das wäre jetzt Ebene 2. Oh mein Gott, lauf weg. So, und hier machen wir dann am besten den Cut. Es gibt keinen Cut. Ich gehe raus. Gehe mal eben auf Quit. Gehe auf Play auf Multiplayer Bros. Und wir sind jetzt 4. Und ich spiele mal den Warlock. Und wir haben 2 Warlock, ein Paladin. Solange der Paladin spielen kann, ist das okay. Oder auch nicht. Wir gehen mal eben auf Refresh. Dann gehen wir halt hier rein. Joining. Na, Cube. Okay, will mich ein bisschen ärgern hier. Ah, wir haben ja auch noch, wenn wir hier, zum Beispiel hier haben wir Kampagne und hier haben wir ein Survival Game. Ja, Survival ist natürlich doof. Ich möchte natürlich irgendwie die Kampagne ein bisschen zeigen, weil die ein bisschen interessanter ist. Survival geht's einfach nur darum, ja, zu überleben. Ich habe keine Ahnung, was der Dude macht. Anscheinend können wir hier auch nicht wirklich reinjoinen, weil... Entweder ist deren Internetverbindung zu langsam oder meine... Wobei meine eher nicht so der Fall sein sollte. Kunden connect Server. Gucken, ob wir hier reinschauen können. Nee, anscheinend nicht. Oh mein Gott.
Also das ist irgendwie noch ein bisschen unausgereift. Ganz klein bisschen. Ansonsten machen wir jetzt gleich mal selber eine Kampagne auf. Host. Gucken, ob bei uns irgendeiner reinkommt. Dr. Flame muss gehen. Defense Survival Hammerwatch Campaign. Wir bleiben beim Medium. Hier könnten wir halt noch zum Beispiel Schwierigkeiten einstellen. Und hier könnten wir halt noch zusätzliche Pluspunkte für uns einstellen. Sprich, ich glaube, unendlich Leben. HP gering Narration. Double Damage. Und hier haben wir halt keine extra Leben. Ein HP Start. Ein zusammengelegter HP Pool. No HP Pickups. No Mana Regen. Und Reverse HP Regen. Tja. Also ich glaube, ich habe eine... Ich glaube, ich habe eine beschissene Uhrzeit erwischt. What the... Also ab und zu verstehe ich es echt nicht. Aber vielleicht wollen sie auch alleine mit ihren Kumpels spielen. Kann natürlich auch so sein. Tja. Aber Instant-Kicks sind irgendwie ein bisschen sehr unlogisch. Tja. Das ist natürlich jetzt sehr doof gelaufen. Ja, dann mache ich hier gerade erstmal einen Cut und nehme wieder auf, sobald ich ein passendes Game für euch gefunden habe. Wir sehen uns dann sofort wieder. Ciao. Ja, meine Freunde, hier sind wir dann auch schon wieder in einem Survival- bzw. einem Defense-Spiel. Hat jetzt nichts direkt was mit der Map zu tun, beziehungsweise mit dem Spiel, ja, indirekt ja schon. Aber es ist halt ein bisschen schwieriger, weil hier diese ganzen Viecher die ganze Zeit rumrotzen. Was das Spiel halt um einiges schwieriger macht. Und ich habe gerade keine Ahnung, wo meine HP sind. Ah, ich sehe sie wieder. Und dafür habe ich mir eigentlich die falschen Charaktere ausgesucht. So, und hier können wir dann zum Beispiel kaufen Bow Damage... Und Dodge, hier können wir uns hier noch ein bisschen kaufen. Hier gehen wir uns im Mana-Pool ein bisschen. Und das war's. Und dann geht's auch direkt weiter. Und es ist halt hier ein bisschen... Ja, das ist halt wirklich Hack and Slay, weil es ist halt um einiges schwieriger. Als wenn man nur die ganze Zeit irgendwie im Kreis rumläuft und irgendwelche Monster tötet. Eigentlich wollte ich euch ja die Kampagne zeigen, aber ich habe mir überlegt, komm, machst du das mal direkt mit. Und so haben wir dann halt schon mal ein kleines bisschen von dem Spiel gezeigt. Einmal den Singleplayer und jetzt direkt noch... wir machen direkt mal... Wie viel haben wir denn? Wir machen direkt mal den Bow Damage ein bisschen höher. Da oben ist noch ein bisschen Gold. Wir sehen halt auch, wer wie viel Gold hat. Und die Regeneration, die ist relativ langsam, was halt kein guter Punkt für uns ist. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier irgendwie rauskomme. Also der Hunter ist, glaube ich, einer der schlechtesten Wahlen hier. Bumm. Ich muss halt irgendwie rumlaufen und nur meine Bomben verteilen. Das ist, glaube ich, am Anfang das Wichtigste. Damit wir so viele wegkriegen wie möglich. Aber ich... Ups. Jetzt bin ich gestorben, meine Freunde. Und wir haben halt infinitiv Leben. Sprich, wir haben unendlich Leben.
Was das Spiel halt auch wieder indirekt ein bisschen uninteressanter macht. Weil man weiß halt, okay, man steht halt wieder auf. Drauf geschissen, wenn man stirbt. Aber macht ja soweit nichts. So, und ich weiß noch nicht, was ich mir jetzt holen soll. Heatspool, Manapool, Movement Speed. So, Armor. Wir können ein bisschen Armor kaufen und vielleicht können wir ja noch Bomb Damage kaufen. Sehr schön. So. Und weiter geht's. So, wir sehen, die Viecher werden halt immer schwerer, weil diese roten Punker-Dinger hier, die sind halt Stufe 2. Es gibt halt graue Würmer, Stufe 1, hier die gelben sind Stufe 2 und diese Punkerwürmchen sind halt Stufe 3. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht kennengelernt. Das gleiche ist halt bei diesen Kellerassern hier. Stufe 1, 2 und 3. Und die haben halt mehr AP, machen ein bisschen mehr Schaden etc., was halt selbstverständlich ist. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass das für euch selbstverständlich ist, desto höher das Level, desto mehr Schaden machen die auch. Ich guck gerade mal, dass ich die hier irgendwie weggesprengt kriege. Okay, die war jetzt mal wieder fail platziert, weil der Warlock. Also rein theoretisch müssten wir alle Warlock spielen. War nur rein in der Theorie. So, wir holen uns mal ein bisschen. Enemies wasn't here, chat. Wir machen es mal so. Ich weiß gar nicht, wie viel Kohle wir jetzt noch haben. 46. Und ein bisschen wenig HP. Jetzt haben wir aber 60. Yay. Ja gut. Es ist halt so ein bisschen uninteressanter. Jetzt kommen die Skelette. Und jetzt wird's halt. Wir sehen einfach nur noch, wie hier die Pfeile rumflattern. Und nebenbei immer schön das Gold einsammeln. Und ja, ich weiß noch nicht genau, was wir uns holen sollten. Marksmanship. Yeah, Double Damage. Direkt mal Double Damage geholt. Oder beziehungsweise Chance auf Double Damage, so müssen wir sagen. Wir haben jetzt noch 136. Ich muss mal gucken, was wir. Bow Damage 216. Bow Penetration. Okay, die holen wir uns als nächstes. Direkt noch merken. Wobei ich mir auch mal langsam einen HP-Pool kaufen könnte. Aber das wird halt langsam stressig. Bombe legen. Bombe legen. Ja, wir sehen jetzt langsam droppt die Bombe eine HP extrem in den Keller. Bombe legen. Bombe legen. Und ich fress einfach nur Pfeile. Das ist unbelievable hier. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen. Ich kann doch Bombe legen. Bombe legen. Nein, es hat nicht gereicht. Oh, verdammt. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr habt eine Lebensbegrenzung. Dann ist dieses Spiel relativ schnell vorbei. Dim, 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 dim. So, und weiter geht's. Ich muss ganz kurz stehen. Ich muss ganz kurz das gucken. Und weiter geht's. Wave completed. Ich hatte mir gesagt, Bow Penetration hole ich mir jetzt nächstes, ne? Ich will noch einen HP-Pool kaufen. HP-Pool ist auch noch drin. Alles klar. HP-Pool und Bow Penetration. Was hole ich mir denn als nächstes? Ich glaube, ich hole mir nochmal einen HP-Pool. Wobei 1,4. Dann hole ich mir lieber. Ich weiß es noch nicht. Muss ich gleich kurzfristig entscheiden. Vielleicht hole ich mir nochmal einen Mana-Pool. Damit ich halt ein bisschen mehr Bomben legen kann. Ups. Das war's dann von meiner Seite her. Viel zu boah. Ohne Spaß. Ich renne da rein, Bombe. Ah, die können sich sogar. Oh mein Gott. Ich glaube, hier wäre der Paladin Gold wert. Die können sich sogar noch teleportieren, die Schweine. Ihr Schweine. Ist ja auch gar nicht nervig. Also, wir sehen hier, wir können auch 68 Schaden machen. Das müsste dann Double Damage sein. Oh mein Gott, wir haben noch 1 AP, 1 AP, 1 AP, 1 AP. Okay, jetzt haben wir wieder 12.
Ah, verdammt. Dr. Flamer ist down. Wir holen uns mal ein bisschen Dodge. Ich glaube, mehr können wir uns nicht holen. Was ist das denn hier? Ranger spins around 2 times and shoot, what? Ah, das ist das. Das holen wir uns als nächstes, definitiv. Ich glaube nämlich, das ist unser zweiter. Boah, unbelievable. Du joinst und bist sofort. Lauf, lauf. Jetzt wisst ihr, warum ich dieses Spiel teilweise richtig geil finde. wobei das hier ist halt eine der anstrengendsten Mods. Weil man halt nicht viel machen kann, außer die ganze Zeit rumzulaufen und hoffen, dass die einen nicht treffen. So, wieder ein bisschen Kohle einsammeln. Schnell, schnell. Okay. Da hat uns der Erste verlassen. So, wir wollten uns Flurry holen. Ich weiß gar nicht, das ist dann Skill Nummer 2 für uns. Flurry. Das ist, wer WoW kennt, beim Schurken hieß das, glaube ich, damals Dolchfächer. Jo, so schnell ist das Leben vorbei. Ach, verdammt, das ist so. viel zu krass das Spiel. Zumindest in dem Modus. Das ist auch wahrscheinlich, warum dieser John Black Block O, John Black O oder John Black 0, eher gesagt. Gelieft ist, er kommt mit diesem Modus nicht klar. Weil, wie gesagt, also wenn man hier keine unendlichen Leben hat, ist das Spiel halt relativ schnell vorbei. Weil, vor allem als Wizard. Man hat als Wizard, haben wir einen Wizard dabei? Ja, er hat 40 HP. Oh, nee, stimmt gar nicht. Das ist, glaube ich, der, Everyone is a winner! Yay! Wir haben es geschafft, meine lieben Freunde. Und jetzt? Keine Ahnung. Tjo, jetzt müssen wir leider disconnecten. Ich dachte, es kommt noch irgendwas, aber... join? Nein. Bros. Vielleicht finden wir jetzt noch irgendwie eine Kampagne, wo wir joinen können. Ich hoffe es. Sonst muss ich die Aufnahme wieder unterbrechen. Und wenn man dann nachher so 20 Schnipsel zusammenfügen muss, ist halt immer so sehr... Dann nehmen wir mal einen Paladin. 2 Ranger ist so... Tjo. Kein Kommentar dazu. Schauen wir es nochmal. Also das ist jetzt schon ein bisschen nervig an diesem Spiel. Schauen wir direkt mal. Giri. Und hoffentlich spielt da einer den Paladin. Oh mein Gott. Wie sie alle kein Paladin spielen können. Okay, ich möchte es eigentlich auch nicht. Och Leute, das ist unglaublich, was hier abläuft. Vielleicht können wir bei Max mitspielen, auch nicht. Können wir hier vielleicht mitspielen? What? Toll, er hat einfach mal eben das Spiel beendet. Game Master 3000. Wie gesagt, ich möchte euch eigentlich nicht unbedingt 3 Millionen Schnipsel zusammenfügen. Aber momentan sieht es halt wirklich danach aus, als müsste ich 3 Millionen Schnipsel zusammenfügen.
Weil hier das Game ist voll. So, das heißt, wir hosten mal eben eins. Vielleicht funktioniert es ja. Wir nehmen mal wieder unendlich Leben. Wir nehmen mal Let's Play Hammerwatch. Join. Vielleicht joinen dann eher Leute. Gucken wir mal eben auf die Uhr. Ich warte mal eben eine Minute. Ansonsten spielen wir halt im Notfall auch wieder den Singleplayer. Oh, das liebe ich ja schon an Grid, den Ladescreen. Und hier ist es halt der Wartescreen, eher gesagt, besser gesagt. Tja. Gut, die Minute ist eigentlich um. Mehr oder weniger. In 10 Sekunden. Wenn ich jetzt irre. Wir gehen nochmal auf Bros. Vielleicht haben wir nochmal irgendwas. Winchester's Game. Kommen wir da rein. Wohl eher nicht. Na komm. Yeah, couldn't connect the server. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte, dass wir halt nicht auf den Server kommen. Vielleicht kommen wir bei Max jetzt rein. Wahrscheinlich eher nicht. Ansonsten bleiben wir wie gehabt beim Singleplayer erstmal. Ja, komm, wir gehen in den Singleplayer, gehen wir zurück, Singleplayer, Campaign, wir nehmen mal den Paladin für euch. Und wir starten halt jetzt auch, dann nehmen wir halt noch ein bisschen im Singleplayer auf. Und gut ist, so, das ist halt der klassische Nahkämpfer. Muss halt überall durchlaufen. Das ist halt im Multiplayer auch ein bisschen einfacher, weil man hat halt 4 Leute. Einer davon könnte halt im Notfall noch irgendwelche Sachen einsammeln. Und im Singleplayer musst du das halt alles alleine machen. Aber okay. So, jetzt ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass wir jetzt nochmal den Singleplayer anfangen müssen. Aber ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Und, falls euch diese Sonderfolge gefallen hat, könnt ihr das gerne unten reinschreiben. Und dann gucke ich mal, dass ich wirklich 4 Leute finde, mit denen ich halt das mal eben zusammen ein bisschen... So, 3 Leute. Geht ja nur für 4, nicht für 5. Mit dem ich mir das Spiel dann halt mal, beziehungsweise die Beta dann mal vornehme. Und wir dann mal eben ganz kurz durch den Multiplayer rennen würden. Müsst euch auch mal die Special Attack von dem Kleinen hier zeigen. Mache ich gleich. Wenn ich denn noch ein paar Gegner vor mir habe, da zum Beispiel die 3. Special Attack. Wir rennen einfach da durch und töten die halt, aber funktioniert nicht immer. Vor allem nicht, wenn die nicht in einer Reihe sind. Die müssen halt in einer Reihe sein. Dip, 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 dip. Ja, der Paladin, der frisst halt relativ viel Schaden. Wow, 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 Glück gehabt. Sowas kann natürlich auch tödlich sein. Wenn man nichts sieht. Dass seine Bombe in einem der Behälter aufbewahrt wird. Und diese Bombe einfach mal in die Luft geht. Ups. So einfach ist dann zum Beispiel der Paladin. Wobei einfach immer wieder ein relatives Wort ist, weil jede Klasse ist in der Hinsicht, wenn man sie spielen kann, einfach. Weil zum Beispiel der Wizard, der startet ja wie gesagt mit relativ wenig HP. Das heißt, er muss sich halt aus jedem Mist raushalten.
So einfach ist der Paladin, der Wizard. Was ihn im Multi mit diesem Singleplayer schon wieder relativ schwer macht. Na, wow. Aber ist alles Gewöhnungssache. Also ich bin mit dem Wizard auch eigentlich nicht sehr weit gekommen im Singleplayer. Weil das ist halt immer so eine Sache, Movement, 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 die ganze Zeit einfach nur moven. Ist zwar mit den hier nicht anders, aber mit dem Wizard ist es halt um einiges schwerer. So, und das kann natürlich ein Paladin auch machen. Der pullt sich mal eben ein paar Viecher zusammen. Komm, 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 komm. Und läuft hin und her. Sammelt damit ein paar Mana-Punkte ein und macht halt ganz normal weiter. Wow, schon wieder die Bombe übersehen. Man kann... Oh, das war jetzt Fail. Kann natürlich auch gucken, dass man mit dem... Mit diesem Ding kann man natürlich auch wegstürmen. Erklärt sich, glaube ich, von alleine, warum. Einfach nur aus Sicherheitsgründen, falls man mal irgendwie failen sollte oder kurz vorm Failen ist. Wie zum Beispiel ich jetzt gerade. Aber wir leben ja schließlich noch. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon erklärt habe. Es gibt halt Ausrufezeichen über den Kopf. Einmal das Gelbe ist kurz vor knapp. Und das Rot ist, entweder du frisst jetzt was oder du stirbst gleich. Oder du nimmst eine Potion. Potion können wir auch nehmen. So, und weiter geht's. Ja, wie gesagt, die Potions, die sind in diesen Geheimräumen gelagert. Die ich jetzt leider nicht so auf die Schnelle finden würde, weil ich es schon wieder vergessen habe. Weil es halt gestern Abend ein bisschen sehr spät war. Ich glaube, ich habe um 1 Uhr oder 2 Uhr habe ich die Folge aufgenommen. Was natürlich, also ich wollte die Folge aufnehmen, hat ja nicht funktioniert. Aus rein technischen Gründen. Ich war nicht zu unfähig, war den Knopf zu drücken. Nein. Das war es dann doch nicht um diese Uhrzeit. Aber sollte nicht sein, nun mal. So. Jetzt benutze ich halt ein neueres Aufnahmeprogramm. Ich benutze wieder Dextery. Und ich hoffe ganz stark für mich, dass es jetzt funktioniert. Weil es ist halt, ich benutze normalerweise MSI Afterburner. Ich kann mich ja mal ein bisschen outen. Das Programm ist kostenlos. Dextery hatte ich ja gekauft, hatte aber Probleme damit. Und wollte es dann einfach nur bei mir vergammeln lassen auf dem Rechner. Da ich jetzt mit MSI Afterburner auch relativ viele Probleme habe, dass ich nicht länger als eine Stunde aufnehmen kann. Ich weiß nicht, ob es irgendwie damit zusammenhängt, dass ich auf eine USB 3.0 Festplatte aufnehme, was ich aber eigentlich nicht glauben kann. Oh mein Gott, 5-mal daneben gesprintet da. I'm your hero, baby. Erstmal den Safe Point holen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann auch nur Vermutungen aufstellen. Wobei, selbst die kann ich nicht aufstellen. Darum habe ich, wie gesagt, gestern ein paar kleine technische Probleme gehabt. Und benutze jetzt wieder Dextery. Weil Fraps ist mir einfach viel zu sehr verlustbehaftet, wobei das bei diesem Spiel, glaube ich, relativ egal wäre. Weil die Grafik ist ja hier eh nicht so, dass man sagen müsste, oh mein Gott, wir müssten hier so unkomprimiert wie möglich aufnehmen. Von daher sollte die Aufnahme auch nicht funktionieren, benutze ich einfach mal eine Runde Fraps. Genug Speicher habe ich ja schließlich auf der Platte. Und, ja, dann werdet ihr von dieser Aufnahme überhaupt gar nichts mitbekommen. Solltet ihr diese Aufnahme doch sehen, hat halt Dextery funktioniert und ich bin mal happy, dass es mal funktioniert hat. So, jetzt sammeln wir wieder ein paar Viecher ein. Dafür gehen wir am besten hier rein. Man kann natürlich auch ein klein bisschen
Ja, man nennt's, ich nenne es ein bisschen betrügen, weil die Viecher kommen jetzt einzeln rum, weil die schieben sich halt gegenseitig heraus. Ach, verdammt. So, ich habe keine Ahnung, wie viel Mana ich für dieses Dingens brauche. Okay, ich glaube, ich brauche, ja, man braucht 10 Mana pro Ansturm. Relativ wenig, weshalb wir das auch relativ oft benutzen könnten. So, und die Strecke kennen wir jetzt langsam auswendig. Und jetzt gehen wir mal rein und gehen auch nochmal rein und gehen wir nochmal rein. Ja, toll. Hat richtig viel nichts gebracht. Man kann natürlich auch nachher vom Paladin die Rüstung skillen, was halt relativ nice auf Dauer wäre. Weil, ja, man kriegt halt weniger Schaden dadurch, dass die kleinen Viecher einen hauen. Wodurch man halt mehr aushält. Und man kann halt so einfach nur sich 3 Millionen Viecher pullen und die dann einfach nacheinander ein bisschen runterhauen. Was das Paladin-Spiel sehr angenehm macht. Und vor allem im Multiplayer sehr hilfreich. Weil, wie gesagt, er ist halt der klassische Tank mit 75 HP, nicht mit 130. Ich weiß nicht, wie ich auf 130 kam. So, und wir holen uns jetzt erstmal wieder die Combo-Attacke. Bringt jetzt am Anfang, ja, nicht so den Erfolg, weil erst der zweite Teil würde ein bisschen Erfolg bringen. Jetzt habe ich natürlich wieder verkackt. Zum Beispiel, wir hören uns jetzt hier. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich das Falsche gekauft, ich Depp. Normalerweise holt man sich das hier. Die Nova. Das heißt, wenn man 10 Leute tötet, kriegt man automatisch so eine kleine Nova um sich herum, die dann in 6 Richtungen schießt. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich mir geholt habe. Das ist viel schlimmer. Tja. Erstmal 10 Stück zusammenziehen. So, und wir haben jetzt. Tja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was ich mir geholt habe. Vielleicht ein Schild, vielleicht aber auch nicht. Tja. Ja. Das ist natürlich jetzt wirklich dumm gelaufen. Vor allem für euch. Weil ihr hättet jetzt die Nova gesehen. Ich glaube, ich habe mir einfach nur ein undurchdringliches Schild gekauft. Was natürlich auch sehr geil ist, aber für einen Nahkämpfer nicht unbedingt die beste Wahl der Nova. So, und hier sehen wir dann auch schon mal den ersten Mob. Also den ersten Dreier-Mob. Den wir halt auch gerade aus dem. Na, schlägst du mal bitte zu. Den wir halt auch gerade aus der. Aus dem Defense-Modus kennen. Also ich glaube, das war sogar Survival. Und ja, halten halt relativ viel aus und machen halt auch gut Schaden. So, die Fledermäuse sind und bleiben erstmal Level 1. Ich glaube, gibt's Level 2 gibt es davon definitiv. Ich weiß aber nicht, ob es mehr gibt. So, und jetzt kommt eine Passage, die unschön ist. Und wieder weg. Hinter die Mauer stellen. Und den schnell umbauen. So einfach ist das. So, und dann rüber haben wir Larvennester. Die werden wir wahrscheinlich auch noch sehen. Diese Larvennester produzieren diese grauen Larven hier. Und zwar durchgehend, bis es halt zerstört ist, dieses Larvennest. Und es hält halt auch so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schläge aus. Ich weiß es nicht, na, nicht genau. Darum habe ich jetzt einfach mal von. Ups. Ja, das war natürlich jetzt dumm reingestürmt. Ich weiß es halt nicht mehr genau, wie viele Schläge das jetzt aushält. Das wäre jetzt einfach nur eine kleine Vermutung von mir. So ein paar Schläge hält es definitiv aus. So wie diese kleinen Viecher hier.
So, als allererstes guckt man, dass man nämlich dann hier hinkommt. Und das Larvennest tötet, damit man nicht allzu viele Gegner direkt gegen sich hat. Dann läuft man ein bisschen im Kreis, bis man wieder 10 hat. Und stürmt, oh, stürmt dann rein, ja. Man sollte auch gucken, dass man nah genug dran steht zum Reinstürmen. Nicht, dass man direkt nach dem ersten Mob stehen bleibt. Ach, was ich komplett vergessen habe zu sagen. Die Seite, die das Spiel bereitstellt, beziehungsweise wo ihr die Beta runterladen könnt, schreibe ich natürlich wieder unten in die Kommentare, beziehungsweise unten in die Vorstellung. So wie eigentlich bei jedem Spiel. Und es ist momentan, wie gesagt, kostenlos, da es eine Beta ist. Man kann sich aber auch die Pre-Order für 8 Euro bestellen. Da kriegt ihr halt frühzeitig den Steam-Key zum Aktivieren im Steam, etc. pp. Wir bleiben noch kurz hier oben. Ich hoffe, das ist richtig. Ich glaube, wir können sogar schon runter. Wir gehen mal eben runter. Und ihr kriegt noch ein bisschen mehr. Ich weiß es aber gerade. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was. Müsst ihr euch dann durchsehen. Also wie gesagt, die Pre-Order kostet 8 Euro. Und ich gehe mal davon aus, genau, hier kommen wir noch eine größere Mana-Kugel, die für 50 Mana wieder. Und ich vermute mal ganz stark, wenn das Spiel halt später rauskommt, werden wir so 12 oder 13 Euro dafür zahlen müssen, dürfen, können. Das haben wir jetzt einfach mal dahingestellt. Und ich glaube, ich hätte nochmal in die andere Richtung gehen können, müssen, tun. So, und hier können wir uns zum Beispiel einen HP-Pool kaufen, den wir uns jetzt momentan noch nicht kaufen können, weil wir nicht genug Kohle haben. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder nach oben. Blub. Hauptsache immer 30 mal irgendwo reinlaufen. Weil es geht hier ja noch weiter. Und da sehen wir auch die ersten Dreier-Mob von den Schildbürgern. Die halten halt extrem viel aus. Wobei die Kleinen ja schon ganz gut aushalten. Combo! Tak, tak, tak. Ich glaube, die erhöht einfach nur die Movement und Attack Speed noch schneller. Diese Combo. Ich weiß es halt nicht. Ist jetzt alles, wie gesagt, nur ein bisschen. Oder die die Abklingzeit, die Attack-Zeit, die wir attacken können, um 10 Viecher zusammenzusammeln, die ist ein bisschen länger oder beziehungsweise ein bisschen hochgesetzt. Weil die ist relativ gering im normalen Zustand. Hätte ich euch jetzt gern gezeigt, weil sobald du fast aufhörst zu schlagen auf den Gegner, resettet die sich. Das ist relativ kurz gesetzt. Aber macht ja auch nichts. Die sind ja auch so glücklich. Falls ich natürlich irgendwas besser machen kann, könnt ihr natürlich unten in die Kommentare schreiben, weil ich werde die Beta halt nicht jetzt nach der Special-Folge aufhören zu spielen. Die werde ich noch ab und zu mal so zwischendurch ein bisschen zocken. Weil das Spiel macht mir relativ Spaß, weshalb ich wahrscheinlich auch die Pre-Order bestellen werde. Und es vielleicht dann sogar nochmal Let's Playen werde. Okay, hier sind wir. Hier waren wir doch schon. Da oben ist ein Mana, da ist HP. Hier geht's weiter. Mit den dicken Viechern ist das ein bisschen schwieriger. Weil die halt relativ viel aushalten und dann trotzdem noch zum Schlagen kommen. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter, weiter, weiter. Im Kreis laufen, durchsprinten, im Kreis laufen und durchsprinten, yay. Mal können wir noch. Okay, voll verkackt. So,
So, wir sind jetzt bei Low HP. Low HP und wir haben es trotzdem mal geschafft. Wir sind jetzt auf jeden Fall bei dem Gang, den wir vorhin. Oh, verdammt, wir haben Geld vergessen vorhin. Jetzt bei 700. 85, aber ich habe HP-Rack. Nee, aber nicht. Ja, ich wollte durchsprinten. Hab aber verpeilt, dass ich kein 10 Mann, okay, keine 10 Mann habe. 7, 8, 9. Tot. Fast. Oh. Lauf, 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 weg hier. Als Magier hast du es hier ein bisschen leichter, weil du kannst halt weglaufen und deine Zauber wirken. Aber als Paladin ist das halt so ein bisschen complicated. Wow, na natürlich. Ja, liebe Freunde, das war unser letzter Tod für heute. Wobei wir haben jetzt sogar noch null Leben. Macht aber nichts. Das war's nämlich dann erstmal mit der Special-Folge für diesen Freitag. Was dann nächsten Freitag kommt, muss ich mir noch ganz stark überlegen. Ich habe da zwar schon ein Spiel in Aussicht, was ich jetzt schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gespielt habe. Was aber auch ein bisschen. Ja, also das eignet sich eigentlich nicht, wenn man neu hochleveln muss. Aber wie gesagt, ich werde es mir mal angucken. Und bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit dieser Special-Folge. Also wenn ihr Lust habt, dürft ihr mich natürlich gerne abonnieren. Ihr dürft mir aber auch gerne Kommentare unten reinschreiben, was ich besser machen könnte, etc. pp. Ich bin natürlich für jede Kritik offen. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Feiert nicht allzu viel. Und wir sehen uns dann spätestens bei Grid 2 oder Sniper Elite wieder. Oder falls ihr nur wirklich die Special-Folgen sehen möchtet, sehen wir uns dann am Freitag um 18 Uhr wieder in aller Frische. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.